In dieser Aufnahme geht es um das OSI-Modell. Das OSI-Modell wurde herausgegeben von der ISO, der Internationalen Standardisierungsorganisation. Die Abkürzung OSI steht für Open Systems Interconnection. Das Ziel im Jahr 1977 war es dabei, verschiedene Herstellerwelten miteinander zu verbinden. Das heißt, man hatte damals eine Situation, wo man beispielsweise einen Großrechner von IBM, von Siemens oder von einer anderen Firma gekauft hatte und wollte den mit anderen Großrechnern vernetzen. Das war aber nur möglich innerhalb der eigenen Herstellerwelt. Das heißt, Siemens-Rechner konnten mit Siemens-Rechnern sprechen, DEC-Rechner mit DEC-Rechnern, aber nicht untereinander. Und deswegen wollte man ein gemeinsames Modell entwickeln, mit dem dann die Kommunikation zwischen diesen unterschiedlichen Herstellerarchitekturen ermöglicht wurde. Quasi eine gemeinsame Sprache und ja, das als international genormtes Rahmenwerk. Das OSI-Modell darf man sich jetzt nicht so als Stein der Weisen vorstellen. Und deswegen nur mal kurz als Randbemerkung. Also von der ISO wurde damals der Auftrag an die amerikanische Standardisierungsbehörde ANSI gegeben, dass von dieser ein Modellvorschlag kommen sollte. ANSI hat dann rumgefragt und da hat sich dann nur die Firma Honeywell gemeldet, die ein entsprechendes Modell hatte, das auf der IBM System Network Architecture beruhte. Und so wurde dann dieses Modell genommen. Das OSI-Modell ist ein logisches Modell. Das heißt, es dient dazu, die verschiedensten Aufgaben, die man lösen muss, wenn man ein Kommunikationssystem hat und diese strukturieren möchte, zu lösen. Es ist keine direkte Anleitung zur Implementierung. Eine direkte Implementierung des Modells, so wie es jetzt hier dargestellt wurde, das wäre zu ineffizient. Da würde man beispielsweise dann Dinge im Speicher ständig übereinander kopieren und das wäre nicht günstig. Ja, hier sehen wir jetzt dieses ISO-OSI-Referenzmodell auf der linken Seite auf Deutsch dargestellt und auf der rechten Seite in Englisch dargestellt. Auf beiden Seiten sieht man ein Endsystem und innerhalb dieses Endsystems sind die unterschiedlichen Schichten implementiert. Dabei greifen jeweils dann höhere Schichten auf untere Schichten zu, um die Funktionalitäten zu realisieren. Die einzelnen Schichten sind mit der jeweiligen Realisierung der gleichen Schicht auf dem anderen System in einer logischen Kommunikationsbeziehung, wobei hierzu ein Protokoll verwendet wird. Ein Protokoll bedeutet, dass man hier gewisse Regeln hat, wie die Dateneinheiten aufgebaut sein müssen, welche Informationen da drin vorkommen müssen, aber auch welche Dateneinheiten in welcher Reihenfolge vorkommen müssen. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie bei einem Dialog zwischen Menschen. Hier würde man ja auch am Anfang erst eine Begrüßung haben und die Sprache, die man dann verwendet, wie zum Beispiel die englische Sprache, folgt einer gewissen Grammatik, an die man sich einigermaßen halten muss, damit der andere das versteht, was gemeint ist. Und am Ende würde man wiederum eine Verabschiedung haben. Was man hier in der Abbildung noch sieht, ist, dass die Schichten nicht nur auf Endsystemen implementiert sind, sondern auch Zwischensysteme einen Teil der Schichten implementieren können. Hier sieht man auch den Fall, was typischerweise maximal vorkommt, dass nämlich die Schichten 1 bis 3 hier bei solchen Zwischensystemen realisiert werden. Das Protokoll geht dann sozusagen nicht zwischen Endsystem zu Endsystem, sondern nur hier zwischen den Endsystemen zu einem Zwischensystem und würde von dem Zwischensystem erneut dann beginnen. In der Folge wollen wir uns jetzt mal die einzelnen Schichten und deren Aufgaben genauer anschauen. Dabei unterscheidet man zwischen den Schichten 1 bis 4 als sogenannte transportorientierte Schichten und den Schichten 5 bis 7, die da drüber sind. Bei den Schichten 1 bis 4 geht es jetzt um eine technische Übertragung der Daten zwischen Endsystemen. Das heißt, die Semantik der Daten, also was die Daten bedeuten, spielt hier keine Rolle. Die Daten werden unabhängig davon transportiert und ja, also es geht nicht darum, jetzt unterschiedliche Dienste zu unterscheiden. Bei der ersten Schicht handelt es sich um die Bitübertragungsschicht oder auf Englisch Physical Layer. Hier hat man jetzt verschiedene Arten von Medien.
Also beispielsweise solche Kupferkabel, wie hier in diesem Beispiel dargestellt oder wie ich Ihnen hier zeige, oder zum Beispiel Glasfasern oder das Medium kann auch die Luft sein. Und die Frage ist jetzt, wie kann man Bits über die Medien übertragen? Weil das ist von sich aus gar nicht klar, denn bei den Kupferkabeln zum Beispiel kann man verschiedene Spannungen unterscheiden. Bei den Glasfasern weiß man, hier kann man Licht reingeben oder man kann das Licht auslassen oder ja, man kann vielleicht bei der Luft unterschiedliche Frequenzen für die Signale verwenden. Also das muss man sich überlegen, wie man diese unterschiedlichen Möglichkeiten hier dazu verwendet, schließlich Bits, also sprich Einsen und Nullen, zu übertragen. Bei manchen der Medien, wie bei den Kabeln, kann man auch auf die Medieneigenschaften Einfluss nehmen. Zum Beispiel dann bestimmen, wie diese Kabel gefertigt werden. Und bei der Luft ist das beispielsweise aber nicht möglich. Also grundsätzlich kann man jetzt, wenn man Medien verwendet, sich entscheiden, gewisse Leitungscodes zu verwenden. Dies legt genauer fest, wie die einzelnen Bits jetzt auf den Medien dargestellt werden. Bei der Bitübertragungsschicht hat man keine Pufferung. Das heißt, hier wird nur das Medium an sich betrachtet und ein unstrukturierter Bitstrom, der hier über das Medium übertragen wird. Man betrachtet das Medium als nicht speichernd. Und man hat jetzt hier insgesamt keine Zuverlässigkeit. Natürlich würde das Ganze so entwickelt und festgelegt werden, dass normalerweise die Bits richtig auf der Empfängerseite ankommen. Aber es könnte aber auch sein, dass einzelne Bits mal verloren gehen. Und da würde sich die Bitübertragungsschicht nicht darum kümmern, die Daten dann nochmal neu zu übertragen. Für diesen Zweck gibt es jetzt die Schicht 2, die Sicherungsschicht oder auf Englisch Data Link Layer. Also hier werden die Bits jetzt in gewisse Dateneinheiten gegliedert, wobei diese auf dieser Schicht als Rahmen bezeichnet werden. Man hat jetzt hier eine Übertragung zwischen Geräten, die miteinander benachbart sind dann, ne? Also das heißt, in einem lokalen Bereich direkt miteinander kommunizieren können. Und eine wichtige Aufgabe dieser Schicht ist die Zugriffskontrolle auf ein gemeinsam genutztes Medium. Das heißt, stellen Sie sich jetzt folgende Situation vor. Hier sind jetzt verschiedene Leute, die mit ihren WLANs in einem Raum sind und die möchten gleichzeitig irgendwie kommunizieren mit dem Access Point. Ja, dann muss es gewisse Spielregeln geben, wie das Ganze funktioniert. Denn wenn jetzt jeder einfach für sich so drauf lossendet, was übrigens in dem Bereich des WLANs auf der gleichen Frequenz passiert, dann würde es Chaos geben. Das heißt, man muss sich was überlegen, wie sich eine Reihenfolge bilden kann, dass mal der eine Teilnehmer und mal der andere Teilnehmer dran ist. Ja, solche Aufgaben nennt man die Medienzugriffskontrolle. Außerdem hat man hier eine Adressierung, damit man die Endgeräte unterscheiden kann. Diese Adressierung ist relativ einfach gehalten. Sie wird einfach von Herstellern im Produktionsprozess vorgegeben und jedes Gerät hat dann eine eindeutige Nummer. Was man jetzt hier noch als Aufgabe hat, ist die Flusssteuerung. Das heißt, es könnte jetzt eine Situation geben, wo ein Sender relativ leistungsfähig ist und der Empfänger nicht so leistungsfähig. Dann könnte der Sender relativ viel Daten schicken und der Empfänger hat aber Schwierigkeiten, die Daten so schnell zu verarbeiten. Damit das nicht passiert, also es ist gar nicht erst zu einer Überlastung des Empfängers kommt, soll dieser die Möglichkeit haben, dem Sender zu signalisieren, dass dieser weniger Daten schicken soll. Und das ist mit der Flusssteuerung gemeint. Man hat hier jetzt insgesamt eine Pufferung sowohl beim Sender als auch beim Empfänger. Für den Sender ist das dann wichtig, um dafür zu sorgen, dass, wie der Name der Schicht als Sicherungsschicht ja auch schon aussagt, wirklich alles richtig beim Empfänger ankommt. Also es kann aber sein, halt, dass das Medium, was an sich unzuverlässig ist, dann Daten verloren geht. Das heißt, Rahmen können komplett verloren gehen oder die Inhalte des Rahmens können verfälscht ankommen. Das heißt, einzelne Bits oder ganze Serien von Bits können falsch ankommen. Damit das erkannt und verhindert wird, gibt es jetzt hier entsprechende Maßnahmen. Das heißt, man würde an die Dateneinheiten noch gewisse Kontrollbits anhängen,
mit dem man dann überprüfen kann, ob die Daten richtig ankamen. Und falls das nicht der Fall sein sollte oder die Daten komplett verloren gingen, dann würden die insgesamt nochmal neu geschickt. Und um dieses machen zu können, braucht man einen Puffer auf der Senderseite, der die Daten dann vorhält, sodass sie gegebenenfalls nochmal geschickt werden können. Ja, wenn man jetzt diese Schichten sich anschaut, dann ermöglichen die soweit nur eine Kommunikation im lokalen Bereich. Das hat insbesondere was mit der Adressierung zu tun, denn diese Adressierung ist nicht ortsbezogen. Das bedeutet, dass sie schlecht skaliert, weil man bei der Weiterleitung von Daten ja dann nicht wissen kann, wo sich der Empfänger genau befindet. Und es ist deutlich günstiger, noch ein weiteres Adressierungsschema zu verwenden, das hierarchisch aufgebaut ist. Das heißt, dass dieses Schema dann so ähnlich aufgebaut ist wie die Postleitzahlen oder wie die Telefonnummern. So kann man ja bei den Telefonnummern beispielsweise dann erst die Daten in ein gewisses Land leiten. Dann wird mit den nächsten Ziffern die Ortsvermittlungsstelle ausgewählt und schließlich innerhalb der Ortsvermittlungsstelle dann die Zustellung zu dem jeweiligen Empfänger durchgeführt. Dies hat halt den großen Vorteil, dass man dann nur wissen muss, wie ich es jetzt beispielsweise an eine andere Ortsvermittlungsstelle weiterleite und nicht danach, man braucht keine detaillierten Kenntnisse über die Weiterleitung innerhalb dieser Ortsvermittlungsstelle. Ja, also sozusagen die Wege waren jetzt, die wirklich Ende zu Ende kommuniziert, sodass weltweit jedes Gerät mit jedem anderen kommunizieren kann. Das ist hier die Hauptaufgabe von dieser Vermittlungsschicht. Und dann hat man sogenanntes Multiplexen, das heißt, die einzelnen Übertragungsabschnitte, die man hier hat, die werden dann mehrfach verwendet für die Ende-zu-Ende-Kommunikation. Das heißt, da muss nicht eine Kommunikationsbeziehung nur drüber laufen, sondern gegebenenfalls relativ viele. Auf dieser Ebene, auf dieser Schicht 3, hat man zunächst nur eine einfache Fehlererkennung. Und das heißt, ja, wenn Dateneinheiten hier beispielsweise Bitfehler aufweisen, dann werden die Dateneinheit nicht ausgeliefert, aber die wird nicht von sich aus nochmal neu geschickt. Reaktionen werden nur auf gravierende Fehlersituationen durchgeführt, um Folgefehler zu vermeiden, aber grundsätzlich können hier Daten verloren gehen. Ja, die Schicht 4, die Transportschicht, die führt jetzt wiederum eine Art von Sicherung durch für diese Ende-zu-Ende-Übertragung. Das heißt, hier wird jetzt sichergestellt, dass die Daten wirklich Ende-zu-Ende ankommen, und dafür hat man eine aufwendige Fehlererkennung und auch Fehlerbehebung. Insgesamt wird jetzt hier abstrahiert zwischen den Diensten auf der Vermittlungsschicht. Das heißt, welcher Weg jetzt in einem Netz tatsächlich genommen wird, ist auf dieser Ebene nicht mehr interessant. Es wirkt quasi so, als wenn zwei Endsysteme immer direkt miteinander verbunden sind. Und was man hier auch in der Abbildung angedeutet sieht, ist, dass man jetzt hier nicht Endgeräte miteinander kommunizieren lässt, sondern Anwendungen auf den Endgeräten. Dass zum Beispiel jetzt hier rechts auf dem Gerät dann ein Mail-Client läuft und auch ein Webserver, und dass die Daten entsprechend dann einmal an den Mail-Client und einmal an den Webserver gehen. Als weitere Eigenschaften hat man hier wiederum eine Flusskontrolle, wobei diese Flusskontrolle jetzt im Gegensatz zu der Flusskontrolle auf der Schicht 2 Ende zu Ende ist. Und als neue Eigenschaft die Staukontrolle. Die Staukontrolle bedeutet halt, dass man das Netz vor einer Überlastung schützen will. Also wenn beispielsweise jetzt viele Sender an ein Zwischensystem im Netz schicken, dann könnte halt das System im Netz überlastet sein und nicht die Möglichkeit haben, jetzt die Daten so schnell weiterzuleiten. Und dann muss man dafür sorgen, dass schließlich die Endsysteme dann weniger Daten schicken, um das Netz nicht zu überlasten. Man hat hier eine Pufferung beim Sender und beim Empfänger, und auch eine neue Art von Adressierung ist notwendig, um jetzt diese Anwendungen zu unterscheiden. Das sind in der Praxis die Portnummern. Und wiederum können jetzt unterschiedliche Ende-zu-Ende-Wege mehrfach verwendet werden,
für die Kommunikation von verschiedensten Anwendungen. Ja, das soweit zu den Schichten 1 bis 4. Das heißt, man hat jetzt die Situation, Anwendungen auf Endgeräten, die können miteinander kommunizieren, und man hat sich jetzt noch was überlegt, wie diese Anwendungen jetzt jeweils strukturiert sein könnten. Wobei an der Stelle sollte jetzt erwähnt werden, dass das, was wir jetzt bisher uns angeschaut haben in den Schichten 1 bis 4, so in der Praxis auch vorkommt. Während diese Schichten 5 bis 7, diese Aufteilung, kommt in der Praxis nicht so vor. Es ist keine solche generelle Lösung implementiert, wie sich die ursprünglichen Entwickler das vorgestellt haben, sondern jeder Anwendungsentwickler muss sich wieder neue Gedanken machen über diese Aufgaben, die ich Ihnen jetzt im Folgenden erklären werde. Bei der Schicht 5 handelt es sich um die Kommunikationssteuerungsschicht oder auf Englisch Session Layer. Hier ist jetzt die Idee, dass man eine Sitzung hat zwischen den beiden Endgeräten oder zwischen der Implementierung der Anwendung auf dem einen Gerät und auf dem anderen Gerät. Und dass es jetzt ja sein kann, dass eventuell diese Sitzung unterbrochen wird. Und man möchte halt dabei sicherstellen, dass hier keine Daten verloren gehen oder dass das Ganze in einen inkonsistenten Zustand kommt. Also stellen Sie sich beispielsweise folgende Situation vor. Man möchte jetzt eine Überweisung online durchführen, und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob ich mich jetzt schon authentifiziert habe oder nicht. Also das ist jetzt hier die Sitzung, die man dabei hat. Und dann soll natürlich nicht die Sitzung unkontrolliert abbrechen, dass zum Beispiel das Geld von einem Konto schon abgebucht wurde und dann bevor der Übertrag auf das andere Konto erfolgt, dann das Ganze hier abbricht da. Ne? Bei der Schicht 6 geht es um die Darstellungsschicht oder auf Englisch Presentation Layer. Hierbei soll jetzt davon abstrahiert werden, dass man unterschiedliche Endgeräte haben kann. Das heißt, das eine Gerät interpretiert Integer zum Beispiel als eine 16-Bit-Zahl, und bei dem anderen System sind das 32-Bit. Das heißt, hiervon soll aber der Anwendungsprogrammierer nichts mitkriegen, und das Ganze soll automatisch umgesetzt werden. Man möchte dann eine einheitliche Darstellung der Daten haben. Das heißt, man will das auf einer allgemeinen Ebene programmieren, und es soll dann automatisch in die Syntax für das jeweilige lokale System umgesetzt werden. Wobei die Semantik der Informationen aber beibehalten werden soll. Auch Aufgaben wie Datenkompression oder Verschlüsselung würden zu dieser Schicht dazugehören. Und schließlich haben wir die Anwendungsschicht oder Application Layer. Hier geht es jetzt darum, Daten auszutauschen für die verschiedenen Anwendungen, wobei jetzt der Zweck davon oder wie diese Daten aufgebaut sind, durch die Anwendung festgelegt ist. Das heißt, hier hat man wenig, was allgemeingültig ist, sondern es ist sehr stark anwendungsabhängig. Und Beispiele für solche Anwendungen sind E-Mail, Dateitransfer oder auch das World Wide Web.